Ja, okay, das hat nicht so gut funktioniert. Komm! Auch nicht so gut funktioniert. Warum klappt das denn nicht? Ja, es war leider der falsche Trick. Nochmal ab hier. Alter! Warum möchtest du denn darauf nicht grinden? Schon wieder! Ich verstehe es nicht. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich unendlich leid. Ich weiß nicht, ob das der richtige Trick ist, um ehrlich zu sein. Aber ein Profifoto, okay. Rahmen B, Trick, Schwierigkeit A. Bonus gelandet. Bonus Tailgrab-Style. Mhm. Der Love Park Triple Z ist berühmt, Mann. Du musst uns fotografieren, wie wir die Gap meistern. Bist du bereit? Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was ich machen muss. Und mir ist dann auch erst wieder eingefallen, das wäre ja natürlich die Aufgabe mit meiner Perle noch, wo ich die neuen Aufgaben bekommen habe. Bei Skateboard ist es auch wichtig, ein Actionfoto zu machen. Beim Actionfoto fotografierst du den Skater genau dann, wenn er einen gewaltigen Trick macht. Aha. Flip-Trick. Ich habe nicht in die Kamera geguckt. Amateurfoto. Trickschwierigkeit B. Aktion B. Rahmen A. Ach, scheiß drauf. Dann gebe ich dir ein paar Tipps für deine Manuals. Ich bin Profi. Sehr gut. Das wollte ich auch nur hören. Das wollte ich nur hören. Sehr schön. Ach, gut. Okay. Ja, jetzt würde mir als nächstes die Nail the Manual Geschichten lerne. Nail the Manual, genau. Beibringen. Hab ich schon fast gedacht. Das Schöne ist ja vom Grundkonzept her, man lernt den Aufbau des Spiels recht schnell kennen, ne? Aber es ist trotzdem, ich mag das. Und ich überlege gerade, wir hatten bei den ersten Tony Hawk-Teilen ja auch schon, weil ich überlege gerade, ob ich Stevie Williams irgendwie kenne, da hatten wir auch schon einen, ich nenne es mal farbigen Profi-Skater. Aber ich glaube, das war damals Kareem Campbell, oder? Vertue ich mich da gerade. Der war bei den ersten Tony Hawk-Teilen mit dabei. Joa, geht's wohl in die Slums, bevor wir dann mit anderen Sachen weitermachen. Ist es halt so, mein Gott. Lerne Nail the Manual. Yo, dein Mädel hat bestimmt richtig gute Bilder. Aber mein Typi hat gerade so 20 fette Szenen erwischt. Echt jetzt? Ja, Mann, echt. Du bist der King. Irgendwann muss ich den Schlüssel zum Love Park in deine schmierigen Hände geben. Ah, was, Stevie? Love gehört immer dir. Um einen Manual zu nailen, musst du erst in den Nail-the-Trick-Modus. Mach das, um in den Nail-the-Manual-Modus zu kommen. Du bist so lange im Modus, bis du das tust. Richte dein Board so aus, dass beim Landen nur ein Truck den Boden berührt. Im Nail-the-Manual-Modus balancierst du das Board, indem du deinen linken und rechten Fuß rauf und runter bewegst. Zum Beenden musst du das Board so ausrichten, dass beide Trucks den Boden berühren. Dann rollst du raus. Was zum Teufel, okay? R2? Okay. What the fuck? Alter! Wow, 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 wow. Okay, okay. Komm schon, Mann. Du hast doch mehr. Wie geil ist das denn? Coole Idee, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt beide Füße steuern muss. Was war das? Ah, das ist schon extrem. Also für mich, das fällt mir jetzt gerade echt schwer, muss ich sagen. Ja gut, das war halt natürlich extrem schlecht, ne? Aber egal. Mach aus dem genähten Manual einen Ollie, dann bist du im Nail the Trick. Nach dem Ollie bist du im Nail-the-Trick-Modus. Also nail einen Flip und lande ihn. Alter Vater. Alter! Ja, ist egal. Boah, aber das krieg ich doch niemals hin. Wo ich den hier erstmal landen kann. Alter, boah, ist das so schlimm. Was?
Achso, ich habe R2 gedrückt gehalten. Entschuldigung, mein Problem. So, okay. Nein, es hat nicht so gut funktioniert. Ach, fuck. Es ist geil, wie man das kombinieren kann, aber ich finde, das ist mega schwierig. Kann an mir liegen, aber es ist so empfindlich, die Steuerung. Alter. Boah, ich gehe kaputt. Boah, Junge. Also das ist auf jeden Fall nicht meine Stärke. Alles, was near the trick ist, ist nicht meins. Boah, ja, ich habe schon in die andere Richtung vorgedrückt, das war mein Fehler. Der hat von mir erwartet, dass ich wieder in irgendeine andere Richtung dann drücke. Alter, Verdammter. Okay. Ganz ruhig. So. Bisschen nach oben. Zack. Und landen. Boah, was eine schwere Geburt. Ich kann nicht viel. Nee, nee, erwarte da nicht zu viel von mir. Okay, so. Und. Das war der Knaller. Das ist so ist natürlich geil, ne? Was war das? Was? Der hat mich umgehauen. Das ist ja. Okay, das ist unfair. Was soll ich da machen? Hör mal. So, zack. Und. Einmal kurz den hier. So, und landen. So, ja, du bist jetzt Amateur, ne? Versuch, um auf Profi zu kommen. Nee, wir gehen zum Mittagessen. Das reicht mir, wirklich. Mann, du hast es echt draufgelegt. Kein Witz. Danke, Stevie. Das von dir zu hören ist viel wert. Für uns in Philly bist du ein Vorbild, Mann. Du musst nicht so bescheiden sein. Ich bin nur froh, dass Kids wie du heute noch hier sind. Verstehst du? Ich wusste, dass du kommst. Du weißt doch, ich brauche mein Philadelphia Cases Steak. Hier zwei war heiß. Guck dir nur die ganzen Bilder an. Wenn das so weitergeht, wird das unsere allererste Zwei-Skater-Ausgabe. Ich bin dabei. Das hat noch keiner gemacht? Nein, Mann. Das ist was Großes. Hey, bist du dabei? Ostküste, Baby. Yeah. Hey, ich sehe dich im Love Park. Dann machen wir Aufnahmen fürs Magazin. Ich bin jetzt Amateur. Das reicht mir, wie gesagt. Vollkommen. Reicht mir vollkommen aus. Neues Zeug. DGK Late Night, okay. Was haben wir noch? Bänke aus Philadelphia haben wir jetzt bekommen. Neue Fertigkeit, Nail the Manual. Mach auf deinem Board total kontrollierte Manuals, um Nail the Tricks und Nail the Grabs in einer Kombo zu verbinden. Das stimmt. Das wäre natürlich... Oh, das hätte schon bei vielen Sachen auch helfen können, ne? Aber egal. So gerade bei, wenn ich auf krank schaffen möchte. Aber nein, ich bin da viel zu blöd für. Ja, das Manual haben wir jetzt freigeschaltet, da können wir gleich auch die anderen beiden Punkte noch freischalten, das werden wir auf jeden Fall noch machen. Und, ja, immerhin, hier haben wir jetzt auch schon 240 Karrierepunkte. So muss das sein. Nail die Gleise, Treppen, Olli-Foto, Metro-Manual und Manual am Monument. Neue Straßenziel, natürlich. Was dich betrifft, du hast echt Killer-Skills. Das wird deine Bekanntheit echt erhöhen. Ich habe schon so viel hier gemacht, hör mal, ne? So viel hier gemacht. Ich müsste eigentlich Spieler, weil der beste Skater der Welt sein wahrscheinlich, aber egal. Mit wie vielen Stars ich zusammengearbeitet habe. Und ich finde das auch eigentlich auch schön, ne? Weil ich meine, ich habe ja schon mit Tony Hawk jetzt hier zusammengesessen. Ich habe mit, mit Bam Margera, ich habe mit vielen zusammengesessen und habe auch schon vielen einfach das Leben schwer gemacht und gezeigt, was ich kann. Und trotzdem habe ich mich voll darüber gefreut. Was? Stevie Williams, ich darf mit dir jetzt auch noch skaten. Oh mein Gott. Finde ich cool. So, was wollen wir machen, genau? Erstmal. Bevor ich es vergesse. Nein. Ja, genau. So. Perfekte Ollies. Time deine Ollies ganz genau, um für perfekte Ollies extra Punkte zu bekommen. Und branchen mit den Trucks nach oben. Für ein Manual mit den Trucks nach oben bekommst du Bonuspunkte. What the fuck? Okay. So ein Casper oder was? Geil. Ach, kann ich überhaupt nicht auf Fahrrad? Entschuldigung. Achso, genau. Ich wollte ja erstmal keinen Nail the Trick machen, sondern Bobs Wettbewerb. Gucken wir mal, wo der ist. Am Freedom Plaza.
Achso, ich bin mit dem Steve Wilkie hier bei. In Philadelphia muss ich, also. Doch, Philadelphia muss ich, glaube ich, hin. Meine ich zumindest. Aber machen wir erstmal den Bob fertig hier. Uah. Wusch, wusch, wusch. What the fuck? Da ist ein Unfall passiert. Okay. Halb so wild. So. Oh, da ist eine Aufgabe. Treppen-Olli-Foto. Mach ein paar Nail the Manual Builder fürs Trans World Magazine. Nail den Manual mit anschließendem Olli die Treppe runter. Mach für Profi und krank 25.000 Punkte bei Nail the Trick. Perfekter Olli aus Nail the Manual über die Treppe für 25.000 Punkte. Okay. Ach, ich bin so dumm. Entschuldigung. Es ist so schade. Okay, ich habe halt kein Foto gemacht, ne? Ah. Fuck you! Mann! Neu versuchen. Oh. Nein! Gott, ich werd wahnsinnig! So, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist doch nicht zu fassen. Das beste Bild der Welt. Ach Gott im Himmel, okay. Hat leider nicht gereicht. Ist egal, ist egal. Nehmen wir. Scheißegal. Wirklich. Für die 20 Dollar. Wir brauchen keine Fertigkeitspunkte mehr übrigens. Kann ich jetzt eigentlich sein lassen. Genau. Weiter zum Farweedem Palaza. Saweed Beta. Jungs. 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 Ah, das mit dem Agro-Kick ist auf jeden Fall eine hervorragende Idee, ey. Die Strecken, die wir hier teilweise zurücklegen müssen. Haben die Entwickler sich auf jeden Fall was beigedacht? Irgendwo ein Aufgäbchen. Also wir haben auf jeden Fall noch im Space. Entschuldigung, ich habe da gerade gedacht, ich hätte was gesehen, was irgendwie extrem komisch aussah. Irgendwie habe ich mir nur eingebildet. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier so schön drin skate, ich den die einfach mal klauen. Ach, schade. Ich dachte, der fällt jetzt irgendjemand lustig hin oder so. Okay. Wo ist er denn? Ach, da! Hi, Bob. Was geht? Da bist du ja. Gut. Wie war die Street-Sache in Philly? Na, er hatte Glück. Was er meint ist, ich hab gewonnen. Egal. Das passiert nicht nochmal. Wird es mein Ding, ihr Affen. Seit wann lassen wir wieder solche Typen zu? Oh, hey, Tony. Mach dir um ihn keine Sorgen. Der Neue hier wird ihn im Wettbewerb wegwischen. Genau. Und so ungern ich das sage, dieser Eric-Typ hat es drauf. Ja? Mach dir keine Sorgen, Mann. Wir machen ein paar Doppelläufe, das ändert die Sache. Echt? Ha, cool! Mann, ist das ein Zombie-Film oder ein Word-Wettbewerb? Die Menge ist tot. Alle lieben große Sprünge. Heiz der Menge mit viel Zeit in der Luft ein.